Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die beste Warm-Up-Routine für Season 4 vorstellen. Falls das Ganze hier später irgendwann in Season 5 oder Season 6 sehen solltet, wird das Ganze natürlich auch noch genauso funktionieren. Und falls ihr natürlich in Zukunft ja trotzdem keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und wenn ihr auch hier weitere Informationen noch wissen wollt, die ich nicht immer unbedingt immer auf dem YouTube-Kanal bringe, schaut gerne auf meinem Twitter-Channel vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung, genauso wie dort natürlich auch der Link zu meinem Twitch-Kanal ist. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der Warm-Up-Routine. Als erste Map benutze ich die neue Peace Control Map von Don Wozzy. Ein ausführliches Video zu dieser Map hatte ich auch schon vor ein paar Tagen hochgeladen. Werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken. Die ganzen Links zu den Maps, da könnt ihr zum einen natürlich einmal oben hier im Bild sehen. Und ansonsten werde ich euch die auch noch in die Videobeschreibung packen. Und hier auf dieser Map beginne ich als erstes immer mit den Editing Drills. Hier mache ich das Ganze so ungefähr 5 Minuten. Ich mache meistens diese ganze Seite, also die ganzen Double, Triple, Quadruple Edits und so weiter. Danach mache ich eigentlich immer noch hier diese ganze Seite. Und diese Seite mache ich nur, wenn ich viel Zeit habe oder eben viel Lust habe. Aber das sind eigentlich die Edits, wo ich die meisten Probleme habe. Generell, was ihr vorher wissen solltet, ist, dass man in einem Warm-Up am besten auch immer das trainieren sollte, was man am wenigsten kann. Bei mir ist zum Beispiel das hier auf dieser Map dann immer diese Edits, wo man eben halt die Ramp flippen muss. Die kann ich normalerweise immer so wirklich gar nicht. Deshalb mache ich die auch jedes Mal auf jeden Fall immer. Also egal, wie wenig Zeit ich habe, mache ich das hier auf jeden Fall immer vorher. Danach geht es dann weiter mit den Peace Control Drills. Hier genauso verfahren wie bei den Editing Drills. Einfach das machen, was man am wenigsten kann. Dafür gehe ich hier meistens hin, mache einmal jede Sache. Das heißt, ich gehe einfach die ganz normalen Peace Control Taktiken durch. Falls ich das First Try schaffe, dann gehe ich immer wieder zurück. Falls nicht, dann mache ich das immer nochmal. Das hier ist zum Beispiel etwas, was ich eigentlich immer First Try mache. Deshalb mache ich das nicht so häufig. Und das würde ich dann immer nur durchmachen, wenn ich gerade einen wirklich kompletten Trainingstag habe, wo ich oder so weiß, dass ich 8 Stunden lang oder so zocke oder genau das immer trainieren will. Und so verfahre ich dann mit allen Sachen hier. Das heißt, falls ich das First Try schaffe, so wie das, gehe ich direkt zur nächsten Stage und mache dann immer so weiter und gucke dann eben halt immer, was ich nicht kann. Und das mache ich dann eben halt immer häufiger. Oder wenn ich weiß, dass ich eins dann eben halt häufig sonst nicht schaffe, dann mache ich das auch immer bis zum Ende durch. Beispielsweise hier eben halt diese Edits, die kann ich noch am wenigsten hierbei. Und deshalb mache ich die eigentlich immer wirklich komplett bis hinten durch. Insgesamt geht das Ganze dann hier so 10 bis 15 Minuten. Das heißt, wir sind insgesamt jetzt schon bei einer Trainingszeit von 15 bis 20 Minuten. Dazu kommen dann nochmal 5 Minuten von dem Peace Control Kurs. Peace Control Freebuild lasse ich meistens eigentlich aus. Das auch nur an Trainingstagen, wo ich viel Zeit habe. Auf jeden Fall hier geht das Ganze 5 Minuten lang, wo ihr im Prinzip einfach nur Peace Control dann editen müsst. Das heißt, ihr müsst im Prinzip wie in einem ganz normalen Edit-Kurs einfach durchediten. Nur, dass ihr hierbei eben halt auch eure eigenen Builds placen müsst. Und ihr solltet eben halt hier an jeder einzelnen Stelle wirklich eine Build-Piece placen. Das heißt, immer wirklich versuchen, alles voll zu machen, dass man nirgends mehr bauen kann und natürlich die ganzen Gegner First Try zu hitten und versucht auf jeden Fall hier so schnell wie möglich einfach durchzukommen und natürlich gleichzeitig so wenig wie möglich Damage mitzunehmen und so trainiert das Ganze hier auf jeden Fall am besten. Für diese Map ist dann die Trainingszeit also insgesamt so 20 bis 25 Minuten. Jetzt, wo wir unsere Edits und unsere Builds und unser Peace Control schon trainiert haben bzw. aufgewärmt haben, geht es als nächstes mit dem Aim weiter. Dafür benutze ich den Scavok Aim Trainer. Ein ausführliches Video hatte ich ebenfalls auch schon dazu hochgeladen und dabei benutze ich insbesondere eben halt zwei Stages. Ich mache nämlich in dieser Map immer nur die Dynamic und die Sidejump Shot Stages, beziehungsweise erst jetzt mache ich die natürlich, weil die noch komplett neu sind. Vorher gab es die Stages immer nicht und als Waffen benutze ich hier einmal die normale AR, dann eine Pumpgun und dann noch diese SMG, also die taktische SMG, und dann gehe ich als erstes immer in die Dynamic Map rein. Vorher hatte ich immer Horizontal und Vertical gemacht und Dynamic ist im Prinzip einfach eine Mischung daraus. Da gehe ich immer Close Range und auf Time Trial. Das Ganze mache ich dann zweimal mit AR, also mit ADS und AR, und danach gehe ich noch zweimal so mit der SMG rein. Dabei scope ich aber eben halt nicht, sondern trainiere im Prinzip mein Hip Fire Aim, also im Prinzip wirklich komplett ohne irgendwas an Run Aim. Einfach nur den Zombie hier tracken, das Ganze dann auch noch zwei weitere Male. Dann gibt es als nächstes hier noch die Sidejump Shots. Dabei muss man einen Sidejump ausführen und dann den Gegner treffen und am besten natürlich den Sidejump auch hinbekommen. Und hierbei ist es eben halt so, dass man, nachdem man den Zombie gehittet hat, man eine Wall placen sollte und sich dann natürlich mit dem Floor abfangen sollte. Also sieht das Ganze dann so aus, wenn man es richtig macht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr gut dabei seid, auch noch eine Ramp zusätzlich bzw. eine Cone zusätzlich reinplacen. Umso mehr ihr mal dazwischen
schnappt, desto realistischer und desto besser ist das Ganze natürlich. Falls ihr das noch nicht so könnt, beginnt als erstes vielleicht nur mit einem Shot und einem Sidejump. Falls ihr dann besser seid, könnt ihr hier auch noch eine Wall placen. Und ihr macht immer als erstes den Shot, dann den Floor und dann hier noch eine Wall hin. Und so könnt ihr euch ein bisschen hocharbeiten. Das Ganze einmal durchmachen, geht einfach immer höher hier. Versuchen natürlich die Zombies immer zu treffen. Und dann habt ihr auch schon nach 30 bis 35 Minuten wirklich alles einmal grundwarmt. Danach geht es dann noch einmal weiter in den Crank Simulator. Das Ganze mache ich dann meistens so 5 Minuten. Und dort versuche ich eben halt nicht wie vorher immer am schnellsten durch Edits durchzugehen, sondern ich versuche einfach die Edits so clean wie möglich zu machen. Das heißt, mich gar nicht zu beeilen, sondern einfach versuchen, flawless wirklich die 5 Minuten durchzuediten, kaum Fehler reinzubauen, so etwas wie Tapping Strategies auch zu machen. Was hier aber genau macht, ist völlig egal. Wie gesagt, versucht einfach nur wirklich flawless zu editen und alles einzubringen, was ihr eben halt könnt. Das Ganze dann so ungefähr 5 Minuten hier machen. Danach reicht das dann auch mit Crank Simulator. Ihr habt ja vorher schon ein bisschen Edits und so gewarmt. Das heißt, ihr braucht dann nichts weiteres. Und danach geht es nochmal weiter in ein besseres Aim-Training. Denn auch wenn das Scavenger Aim-Trainer natürlich eine gute Map ist, könntet ihr euch da lange nicht wirklich komplett aufwärmen. Und deshalb benutze ich dann immer noch die 1v1 Aim-Duel-Map von Raider 464. Hier mache ich dann einfach wirklich alles verschiedene. Also einmal hier natürlich die ganzen Stages. Hier natürlich Glider Aim-Duel. Ein weiteres genaueres Review zu dieser Map hatte ich auch schon bereits hochgeladen, wo ich euch das Ganze erklärt habe. Das Ganze mache ich dann so ungefähr eine halbe Stunde hier. Und ihr seid wirklich danach so viel besser mit eurem Aim, als wenn ihr immer nur den Skywalk Aim Trainer macht. Damit seid ihr mit eurem Warm-Up auch schon insgesamt bei über einer Stunde. Selbst wenn ihr nur 2-3 Stunden zum Zocken habt, ist es immer noch besser, wenn man ein vernünftiges Warm-Up vorher hat, als wenn man einfach komplett unwarmt in Arena oder so reingeht. Und um das ganze Warm-Up nochmal ein bisschen zu finishen, um sich ein bisschen im Prinzip von diesem Creative-Mode auf den normalen Arena-Modus beispielsweise vorzubereiten, gehe ich hier immer in diese Matchmaking-Portals rein. Die werden bei anderen Maps bzw. bei anderen Creative-Lobbys dann auch wieder anders aussehen. Und hier gehe ich zurzeit immer in eine Realistic Solos rein. Letztendlich ist egal, was hier genau spielt. Hauptsache irgendwie so ein Zone Wars-mäßiger Modus, der eben halt relativ realistisch ist, wo gute Waffen und so drin sind. Hierbei solltet ihr euch dann hauptsächlich darauf konzentrieren, dass ihr zum einen natürlich gute Edits habt, die Gegner so gut wie möglich killt, möglichst wenig Damage einfach nehmt und dann natürlich auch so viel rauf W-Keen wie nur möglich. Denn ihr wollt euch letztendlich natürlich für die Real Fights vorbereiten. Und hierbei gibt es eben halt unterschiedliche Maps. Das heißt, man spielt auch unter anderem ein bisschen im Wasser, ein bisschen auf Hügeln und so weiter. Und ist so eine Mischung aus Realistics und eben halt Zone Wars. Warm-Up ist damit dann nach dieser Map abgeschlossen. Die Map hätte ich hier auch eigentlich immer nur einmal gespielt. Ansonsten höchstens vielleicht zweimal. Ansonsten ist es nämlich, gibt es deutlich bessere Trainingsmethoden als genau diese Map hier eben halt. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und weitergeholfen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.